Der Talk auf dem Fulden präsentiert von Myrta Garten und Landschaftsbau und Mollenkopf Land, Forst und Gartentechnik in Pfullingen. Der Talk auf dem Fulben mit IQ Pfullingen, der Stadtbücherei Pfullingen und RTF1. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in der Stadtbücherei Pfullingen zu einer neuen Ausgabe des RTF1 Talks auf dem Pfulden. Zunächst vielen Dank für den stimmungsvollen Auftakt beim Violoncello-Trio der Musikschule Pfullingen, namentlich Emily List, Melina Wegener und Stephanie Bellmann. Herzlichen Dank. Unser heutiges Thema lautet Pfullingen im Rückspiegel. Sprich, es geht zum einen um Geschichte, um die Geschichte Pfullingens, sprich, welche Dokumente und wie archiviert dieses Stadtarchiv diese Geschichte und welche Rolle spielen die Fotodokumente zum Beispiel für die Veränderung des Stadtbildes. Zum anderen sprechen wir natürlich nicht nur über die spannende Geschichte, sondern betrachten die belebte Vergangenheit, insbesondere in Bezug auf die Gegenwart, und schauen auf Möglichkeiten, was kann man für die Zukunftsgestaltung von Pfullingen daraus lernen oder eben nichts. Pfullingen im Rückspiegel. Ich freue mich sehr auf unsere beiden Gäste, die ich namentlich vorstellen darf. Herr Stefan Spiller, er ist der erste Archivar der Stadt Pfullingen und seit über 10 Jahren beschäftigt mit dem Aufarbeiten und Nutzbarmachen der Pfullinger Geschichtsdokumente. Herzlich willkommen, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Stefan Burgemeister, Fotograf, führt ein Fotogeschäft in vierter Generation in der Marktstraße und ist Mitherausgeber etlicher Bildbände über Pfullingen einst und jetzt. Herzlich willkommen, danke, dass Sie da sind. Wir fangen immer so ein bisschen warm-up kurz an. Kurze Frage, kurze Antwort, damit jeder sich mal an das Mikrofon gewöhnt. Der Herr Burgemeister kriegt von mir: Heute wird von den Leuten fast kaum mehr geschaut, eigentlich gar nicht richtig erlebt, sondern sofort Handy, Smartphone gezückt und fotografiert, das kracht. Ist das eine gute Entwicklung für den Fotograf? Also ich finde sie nicht so gut, weil die Arbeit kommt eigentlich beim Digitalen und über Handy erst hinterher.
dass viele, praktisch die viele Aufnahmen, muss ja irgendwann mal jemand aussuchen. Und hat man die Zeit, diese Bilder auszusuchen. Und man konzentriert sich auch nicht mehr auf das Wesentliche. Ja. Die Frage an den Profi ist natürlich, was ist für Sie entscheidend, bevor Sie auf den Auslöser drücken? Die grundlegende Sache. Horizontgrad, eventuell goldener Schnitt und V-Kompetenz. Heißt, goldener Schnitt 2-1 irgendwie. Ja, genau. Ja. Das heißt konkret, der Kopf muss so drauf sein, dass rechts ein Drittel Platz ist und links zwei Drittel? Oder ja. Wie muss man es verstehen? Ja, genau. So. Genau so. Ja. Herr Spieler, Sie kriegen natürlich gleich eine Breitseite an Vorurteile. Archivare tragen schwarze Rollkragenpullis, haben verstaubte Haare, im vorderen Bereich der Nase eine Kerbe, in die die Hornbrille beim Lesen hineinrutscht. Archivare arbeiten stumm in muffigen Kellern ohne Fenster. Stimmt das auch für Sie? Ja, also schwarze Rollkragenpullover sind ja durchaus kleidsam, ziehe ich selber gerne an. Nee, manchmal erfüllt man wirklich die Klischees, wenn man in alten, staubigen Registraturen arbeitet. Ja, aber der Dienstleistungsgedanke und sich nach außen zu öffnen, der ist mittlerweile eben auch in den Archiven natürlich angekommen. Und, ja. Frage, was ist für Sie bei dieser Arbeit besonders wichtig und besonders spannend? Ja, dass man wirklich oft mit persönlichen, authentischen Lebensschicksalen zu tun hat, in denen sich die großen Entwicklungen der Geschichte spiegeln. Da sprechen wir nachher noch explizit drüber. Es geht wirklich nicht nur um historische Fakten, sondern tatsächlich spannend sind die Lebensgeschichten dahinter. Das gilt auch für Pfullingen. Wir fangen auch persönlich immer an. Natürlich muss hier nicht jeder seinen Ausweis vorlegen, aber es geht schon darum, dass Herr Pfullinger hier sitzt. Herr Bürgermeister, ich habe bei Ihnen gefunden, Sie sind in Reutlingen geboren. Das ist ja die Höchststrafe. Im Reutlinger Krankenhaus. Keine Hausgeburt. Also, sonst wäre das in Pfullingen über die Bühne gegangen. Ganz genau. Aber ja. Sie sind in Pfullingen aufgewachsen, zur Schule gegangen. Oh, auf jeden Fall. Und die Ausbildung? Auch in Pfullingen. Gleich im elterlichen Geschäft, von ja. klein auf, oder wie? Eigentlich schon, ja. Gab es gar keine Wahl und keine Alternative? Ach, gab es schon, aber mir hat es gleich von Anfang an Spaß gemacht, ja, mit dem Opa zusammen im Labor zu sein. Und das war natürlich super. Ich hatte vor wenigen Tagen Gelegenheit, mal vorbeizuschauen. Ich war fasziniert, deswegen möchte ich ein paar Dinge zur Fotogeschichte fragen. Was mir am meisten beeindruckt hat, waren diese alten Geräte mit diesem Balken da und das Holz in einer Qualität und Sauberkeit, wie wenn es frisch gemacht worden wäre. Wie alt sind diese Kameras gewesen und warum ist die Qualität so toll gewesen damals? Also die Kameras, eine ist von 1885, die andere wird so von 1890 sein. Das war sicherlich von dem Schreiner noch natürlich richtige Handarbeit. Die haben noch gewusst, wie das Holz arbeitet, wahrscheinlich richtig abgelagert. Der Balg ist mit Lederbesatz, dass es keine Löcher gibt über die Jahrhunderte eigentlich. Ja. Und ist ja alles mechanisch, da kann eigentlich so nichts kaputt gehen. Ja. Würden Sie mir zustimmen, dass es kaum einen Beruf gibt, der sich so gewandelt hat wie der des Fotografen? Also ich sage einfach mal, früher war das etwas dreist gesprochen eher ein Chemiker und heute geht es eigentlich nur darum, dass jeder möglichst toll aussieht. Ja, also der hat sich sehr stark verändert, der Beruf. Ja. Also ganz früher hat man den Fotografen noch an seinem Geruch erkannt, ja, am Collodium-Geruch. Ja. Natürlich hat der Fotograf eigentlich mit Chemie zu tun, ist ja klar, übers Labor. Aber das Labor gibt es heute ja gar nicht mehr. Ja. Heute wird das Bild ausgedruckt. Ja. Ja. Vor allen Dingen machen Sie ja eigentlich nur noch Rohmaterial. Sie knipsen und dann kommt Photoshop und jeder hat die Falte los oder so. Ja, das denkt man. Also der gute Fotograf sollte eigentlich das Bild vom Haus aus schon richtig fotografieren. Das mit Photoshop, da kann man vielleicht noch nachträglich was bearbeiten, aber das muss minimal sein. Damit es authentischer auch ist. Ja. Ja. Und bei Ihnen, die Biografie, Herr Spieler, der Sprache nach würde ich mal sagen, kein Original-Pfullinger. Genau, also ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, also genauer aus Südwestfalen, aus dem schönen Siegerland. Und was hat Sie denn nach Pfullinger verschlagen?
Also bedingt eben durch die Ausbildung. Also ich habe meine Archivarsausbildung beim Land Baden-Württemberg gemacht. Die Länderarchivverwaltungen bilden aus in dem Bereich. Abschlusspraktikum hier beim Kreisarchiv in Reutlingen. Und darüber hat sich eben dann die Verbindung nach Fulling ergeben. Und ja, so bin ich seit dem 1. April 2008 eben hier in Fulling. Ich habe gefunden, um die Geschichte seines Landes zu beschreiben, muss man außer Lande sein. Das stammt von Voltaire. Ist eigentlich gut, dass Sie kein Pfullinger sind, oder wie sehr jetzt sieht es? Ja, also ich muss schon, also es hat Vor- und Nachteile, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, man geht einfach unvoreingenommener an manche Dinge ran, als wenn man hier jetzt wirklich auch familiär verwurzelt ist. Oder auch dieses Verhältnis zu Reutlingen oder dieses schlechte Verhältnis in Anführungszeichen, was hier immer noch so ein bisschen dann auch gepflegt wird, in Teilen gerade der Elternbevölkerung. Also da bin ich vollkommen unvoreingenommen. Das heißt, wenn man es jetzt ein bisschen konkretisiert, Ihr erster Gang ins Archiv, was bewegt einen da, was erwartet man und was trifft man an? Gut, dass das hier nicht wohlgeordnet sein wird. Also das, damit hat man sich dann schon mal abgefunden. Wenn man eben der erste Archivar in einer Kommune dann ist. Das Archiv hat eben auch ein Stück weit, also zu der Zeit, als ich angefangen habe, war natürlich noch viel Platz und man hat es eben auch gerne als Abstellkammer dann missbraucht für diverse Möbel und Wie sehen die letzten Archivierungsvorgänge aus, die Sie jetzt machen? Sind die dann gleich voll digital oder ist das ein bisschen bessere Ordnung einfach? Nee, das sind einfach ganz konventionelle papierne Unterlagen. Also wenn man jetzt die Woche Druckschriften zum Beispiel, die zugeordnet werden müssen. Und es ist ja eben auch nicht nur rein die Tätigkeit des Archivierens, sondern zu meinem Aufgabenbereich gehört ja auch die Vermittlung der Stadtgeschichte. Und im Moment sitze ich eben auch noch an so einem Kurzabriss zur Stadtgeschichte für den neuen Webauftritt der Stadt. Das ist geschickt, da können wir gleich drauf zu sprechen zu kommen. Also ich habe mich natürlich vorbereitet, das fängt schon an. Pfullingen ist weit über 1000 Jahre alt und es gab damals so einen Stammesfürst irgendeiner alemannischen Minisiedlung, der hieß Pfulo oder Pfulbo oder der hat offensichtlich das Wort Pfullingen geprägt. Wie war das genau? Dazu habe ich hier im Archiv natürlich keine schriftlichen Quellen. Also da greift man natürlich eher auf die Erkenntnisse der Archäologie und der Sprachforschung dann auch zurück. Aber man geht eben davon aus, dass es so einen Stammesführer auch in Anführungszeichen gegeben habe. Und dann eben diese Wortendung und da ist dann eben Fulling raus geworden. Aber wie der genau ausgesehen hat und ob da, man sieht da immer so eine. Da kann der Herr Bürgermeister vielleicht nach mal Foto oder gibt es da nichts? Nee, also da gibt es doch keine Fotobeweise oder so. Da war das höchstens mit Malerei irgendwo, was weiß ich, in der Nebelhöhle oder so. Sonst ja, war. Vielleicht genau, Höhlenmalerei oder so. Bleiben wir mal ein bisschen bei dem Abriss, ich fand das richtig spannend. Es war über Jahrhunderte eigentlich von Landwirtschaft geprägt, Pfullingen. Und dann. Ja, das heißt, die Bevölkerung, da hatte eigentlich fast jeder den gleichen Beruf. Und dann hat sich das von dieser Bauernbevölkerung wegentwickelt zur Industrialisierung. Sieht man das auch in dem Archiv? Wie wird es da dokumentiert und was ist da wichtig? Das war natürlich immer eine Mischkultur, sage ich mal. Also die größten Veränderungen haben sich natürlich im Laufe des 19. Jahrhunderts durch die Industrialisierung ergeben. Und solche Veränderungen haben natürlich auch für Spannungen gesorgt in der Bevölkerung. Diese Diskussionen, die sich da teilweise entwickelt haben, die kann man natürlich schön anhand der einschlägigen Unterlagen, Vorläufer von heutigen Gemeinderatsprotokollen, also Gerichtsprotokolle und so weiter nachvollziehen. Für den Fotograf hat sich ja mit der Industrialisierung das Stadtbild sich ja sehr verändert, inwiefern? Also wenn man Landschaftsaufnahmen macht oder Aufnahmen vom Georgenberg runter oder so,
auf die Stadt. Da sieht man natürlich Anfang des Jahrhunderts einen Haufen Kaminschlote. Ja. Wenn man es heute macht, das war das tatsächlich so richtig ruhrgebietsmäßig oder wie? Also ich meine jetzt, ja. Ich denke, damals war es so, die Kamine musste rauchen, dass man sieht, da wird gearbeitet. Ja. Manchmal wurde auf den Bildern sogar der Rauch reinretuschiert. Ja. Das wäre heute das Gegenteil mit Sicherheit der Fall. Heute müssen wir den Rauch auf jeden Fall rausretuschieren. Auf jeden Fall, aber heute sieht man auch keine Kamine mehr. Ja, klar. Herr Spitter, großer Name, Sie haben ja vorher gesprochen, Geschichte ist immer auch Lebensgeschichte. Louis Leiblin, Mäzen in Pfullingen. Gibt es da irgendwelche Dokumente? Der muss enorm spendierfreudig gewesen sein. Was habe ich da gefunden? Türme und was hat, wissen Sie genauer, was hat er alles für den Ort Gutes getan? Also gut, wir haben natürlich seinen Nachlass hier im Archiv und ja, Leiblin lebte eben von dem Vermögen, was ja, seine Familie und Generationen vor ihm durch diese Papierfabrik Leiblin erwirtschaftet haben, hat das sehr zum Wohle der Stadt eingesetzt und ihm haben wir eben die Pfullinger Hallen zum Beispiel zu verdanken oder er hat den Schönbergturm maßgeblich mitfinanziert. Oder wenn man jetzt hier einen Blick ins Stadtarchiv auch werfen würde, da wird man doch auf eine recht ansehnliche Kunstsammlung stoßen, die eben auch auf den Nachlass, also er hatte keine Kinder und der Nachlass ist dann nach seinem Tod 1927 an die Stadt gegangen. Ja, dadurch hat die Stadt eben diesen recht ansehnlichen Grundstock an Kunstwerken. Es gibt auch ein ganz schönes Dokument, das haben wir im Vorfeld dieses Talks heute geschickt. Hermann Hesse wendet sich an Leiblin. Wie kann man denken, was er wollte, aber was steht da drin in dem Dokument? Also wer sich an Leiblin gewendet hat, so verklausuliert das auch formuliert war, es ging natürlich immer um finanzielle Unterstützung und das war bei Hermann Hesse auch nicht anders. Das ist also ein Brief aus dem Jahr 1916, also er war noch nicht der bekannte Nobelpreisträger, sondern hat für die Bücherzentrale in Bern gearbeitet, die also die Kriegsgefangenen mit Literatur versorgt hat. Und hat da Leiblin eben um Unterstützung gebeten und da hat er eben ein ganz nettes Schreiben an ihn verfasst, wo er eben ein kleines Schwarz-Weiß-Bild dann auch noch auf sein Schreiben geheftet hat, wo man eben so einen Blick in sein Büro dann eben auch bekommt. Und hat er was bekommen? Ja, doch, also auf jeden Fall, doch. Also gut, dann geht es in der Geschichte eigentlich weiter, ja gut, das weiß ja jeder. Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrise traf Pfullingen nicht so hart, weil viele nebenher, das haben Sie gesagt, Mischkultur, noch eine kleine Landwirtschaft hatte. Was ich spannend finde, 1907 Einweihung, erste Pfullinger Wasserleitung. Gibt es da Dokumente? Da gibt es also noch Unterlagen zu dem, da wurde ein großes Wasserfest, ein sogenanntes, dann veranstaltet. Und da müssen wir also noch Programme und so weiter auch da haben. Ja, und die ganze Planung ist hier dokumentiert. Ja. Es gibt eine Geschichte, Herr Bürgermeister, da habe ich bei Ihnen ein paar Bilder gefunden. Es muss irgendeine skandalöse Ermordung in Ehninger gegeben haben, in der NS-Zeit. Ja, da ist einer von der NS, also Soldat, praktisch in Ehninger in eine Schlägerei verwickelt worden und ist von einem Kommunist so schwer verletzt worden, dass er nach ein paar Monaten Koma gestorben ist. Mit wahnsinnigen Konsequenzen, weil die Nazis eine spektakuläre Beerdigung da inszeniert haben mit Hitler-Widmungen. Alles, stimmt es? Ja, das ist richtig. Ja. Da ging der Beerdigungszug eigentlich von dessen Haus durch die ganze Stadt auf der Friedhof. Ja. Und gibt es irgendjemand, der nicht möchte, dass man die Bilder zeigt oder ist da niemand drauf zu erkennen? Na gut, das sind schon sämtliche zu erkennen, aber die leben sicherlich alle nicht mehr. Dann 50er, 60er Jahre, 12.000 Einwohner, Niedergang der Textilindustrie. Wie wurde das eigentlich dann aufgefangen und ist das irgendwo dokumentiert? Gibt es da jede Menge Insolvenzverfahren oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist eigentlich schade, dass wir also hier im Archiv eigentlich kaum einen eigentlichen Firmennachlass haben. Ja? Also es sind ältere Betriebe, also die Gebrüder Klemm zum Beispiel, aber die großen Betriebe, an die man jetzt hier denkt, Gebrüder Burkhardt, Wendler, Schleier, da haben wir leider keinen Nachlass hier, aus dem man das dann eben auch deutlicher nachvollziehen könnte.
Was ich gefunden habe, dann 50er, 60er Jahre geht es richtig aufwärts mit der Infrastruktur, Schule, Kindergarten, Freibad, Hallebad. Und was ich faszinierend finde, bis heute bereichern 50 Vereine das gesellschaftliche und kulturelle Leben. Und der Herr Meier hat es vorher angesprochen, in diesem Jahr feiert der Geschichtsverein Jubiläum 40 Jahre. Gibt es da eine Zusammenarbeit mit Ihnen, mit dem Archiv? Oder ja, müssen wir eigentlich fast sich vorstellen können. Also per se natürlich eine Zusammenarbeit zwischen Geschichtsverein und Stadtarchiv, aber da muss ich natürlich auch dazu sagen, also ich sitze auch selber mit im Vorstand des Geschichtsvereins, insofern ist dieses Verhältnis dann noch etwas näher, aber es ist eine ganz schöne Symbiose. Der Geschichtsverein ist natürlich auf die historischen Dokumente angewiesen und ich kann eben auf die Logistik, sage ich mal, für Ausstellungen und so weiter des Geschichtsvereins dann zugreifen, ohne dass ich das selber jedes Mal alleine was auf die Beine stellen müsste. Wir wollen ja später im zweiten Teil auch auf die Möglichkeiten des Lernens aus Geschichte, Vergangenheit oder so für die Zukunft sprechen. Da habe ich ein gutes Datum gefunden, 1974, Ende der Straßenbahn. Das ist ja ein Riesenfehler gewesen aus heutiger Sicht, oder? Gut, man muss es eben auch vor dem Hintergrund der damaligen Situation dann sehen. Also Fullingen war ja auch in der Zeit dann gewaltig gewachsen. Also auch die Außenbezirke, keine plane Ebene, Umgebung. Und das waren auch einfach Bereiche, die dann mit der Straßenbahn nicht mehr zu versorgen waren. Und dafür gibt es ja heute den Bürgerbus natürlich. Ja. Ja, aber gut, da müssen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich habe Ihre Bücher natürlich fleißig durchgeblättert, Fullingen 1 und jetzt. Und als, ich muss sagen, ehemaliger, begeisterter Skifahrer waren da Vasenhangbilder drin mit so Schnee. Also wenn noch jemand Bilder braucht für den Klimawandel, die gibt es da zuhauf. Ja, allerdings die Schanze ist eigentlich 1954 schon fertiggestellt worden, aber man konnte es erst 1956 einweihen, weil der Schnee gefehlt hat. Also das schlecht. Also hat es auch da schon schneearme Winter gegeben. Es spricht der Herr Bürgermeister, ist der Meinung, es gibt keinen Klimawandel. Den gibt es wahrscheinlich schon. Also kann man es daran festmachen? Die Schanze hat jetzt, da gibt es ja Sommermattenspringen. Genau, ja. Ja. Die können jetzt Sommer wie Winter springen. Aber die Auslastung alpin ist wahrscheinlich eher bescheiden worden in den letzten Jahren. Ja, also manchmal wird auch noch Wasserrinne austragen, aber ich glaube, das letzte ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her oder so. So denke ich mal. Was mich noch sozusagen vor der Pause oder vor der Halbzeit interessiert ist, aus der Geschichte, das ist mir sehr wichtig, dass ich gesagt habe, Geschichte ist vor allem immer auch Lebensgeschichte. Gibt es eigentlich sowas wie durchgängige Familiennamen oder also Leiblin haben wir erwähnt, klar, aber was ist so ein typischer Pfullinger Familienname oder Familien, die da die ganze Geschichte bestreitet? Gut, es gibt natürlich prägende oder große Familien, sage ich mal hier, also man jedes Amtsbuch, was man aufschlägt, da muss man nur im Index nachschauen, also dann wird einem das deutlich. Also wenn man jetzt an Kepler denkt, List, Mollenkopf, also da gibt es schon einige alteingesessene, Pfullinger, Fink, ja, genau. Kann man aus dem, oder auch vielleicht, was die Bilder so hergeben, von der Physiognomie, was ist eigentlich die Identität in der Geschichte gewachsen des typischen Pfullingers? Gibt es irgend sowas? Ist der besonders freundlich, ist der besonders starkköpfig oder wie muss man sich den typischen Pfullinger aus der Geschichte vorstellen? Da will ich mir kein Urteil jetzt hier als anmaßen, aber ich würde schon so sagen, also dass es hier einen ja mittlerweile doch gesunden Lokalpatriotismus gibt und ja, also im Positiven wirklich, also was man jetzt hier so aus Eigeninitiative dann eben auf die Beine stellt. Jetzt nicht nur Lokalpatriotismus im Sinne einer Abgrenzung zu Reutlingen. Und was macht der typische Pfullinger? Wann kommen die Pfullinger zu Ihnen im Archiv? Wozu? Was wollen die? Festschrift machen oder wie muss man sich das vorstellen? Gut, es sind natürlich schon viele Familienforscher und da ist die Situation auch ganz gut, also weil da eben ja, mehrere Stadtfahrer, muss man sagen, einfach schon sehr gute Vorarbeit geleistet haben. Also man denke nur an das Sippenbuch von dem Stadtfahrer Walcher. Also da gibt es im Archiv zum Beispiel ein handschriftliches Konzept mit nahezu sämtlichen Pfullinger Familien und ihren Stammtafeln. Und ja, dann aber auch eine ganz interessante Quellengruppe,
Ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht. Da hinten dieser voluminöse Band, Inventuren und Teilungen, wo also bei Heiraten oder bei Todesfällen der gesamte Besitz aufgezeichnet wurde. Also einfach ganz interessante Dokumente, sowohl zur Familiengeschichte als auch zur Alltagsgeschichte. Was hat jemand wann besessen? Und beim Fotograf, wir haben über die Industrialisierung gesprochen, über die Schlote, klar. Aber wenn man jetzt die letzten 10, 15 Jahre nimmt, was hat sich da am Stadtbild am meisten verändert? Gut, die Baulücke wird natürlich weniger. Ja. Verdichtung? Ja, ganz klar. Und Verkehr wird natürlich immer mehr. Ja. Aber sonst... Also ich habe eine alte Pfullingerin neulich zufällig getroffen bei dem Gemüse- und Obstladen. Und die hat zu mir gesagt, ja, also... Sie guckt die alte Bildbände an, weil da Pfullinger viel schöner war. Was ist besonders schlecht gelungen eigentlich, dass Pfullinger nicht mehr so schön ist in den Augen vieler Pfullinger? Ich maß mir da kein Urteil an. Oh, das ist schwierig, da müssten wir die Leute selber fragen. Neubaugebiete, sind die gelungen oder sind die zu sehr verdichtet? Gut, das ist heute halt ein ganz anderer Baustil. Also eckig, gut, Altsberger Mauer Weil, auch Flachdach und so. Und Karlshöhe ja genauso. Wie ist das in dem Archiv? Gibt es da eigentlich das? Wir müssen ja auch sozusagen die Verbindung zwischen Fotograf und Archivar ein bisschen im Auge behalten. Gibt es da viele Fotos oder hat die alle der Herr Bürgermeister gehortet? Also, wir haben natürlich auch einen großen Fundus an Fotos. Wobei da eben ein Großteil einfach auch aus den Beständen vom Foto, also das sind Aufnahmen vom Foto aus Bürgermeister, die haben wir dann eben als Papierabzug dann hier. Ja, genau. Wenn man den typischen Pfullinger nicht so richtig rauskriegt, dann habe ich eins bewundernswert gefunden, Herr Bürgermeister, in Ihrem Fundus, diese alten Gruppenaufnahmen, ja, Eintracht Pfullingen, 150 Leute in einem Gruppenfoto, unretuschiert, jeder guckt konzentriert ins Bild, jeder ist eigentlich gut drauf und es hat ja früher viel länger gedauert. Stellen Sie fest, dass bei so Aufnahmen die Disziplin oder was weiß ich, die Einstellung Ihrer zu Fotografierenden sehr viel sich geändert hat? Also auf jeden Fall, das ist heute viel schnelllebiger. Ja. Wenn man zum Beispiel das Bild vom Liederkranz sieht, 1937, das war zum 100-jährigen Jubiläum, ja, und zur 1000-Jahr-Feier auch zeitgleich. Das ist ein Gruppenbild auf dem Pfullinger Halleplatz mit rund 80 Personen. Da hat der Urgroßvater drei Aufnahmen gemacht, ja, und da wurde sicher 3-4 Stunden lang Zeit genommen. Ja. Ja, aber die sind ja nicht bucksteif da gestanden. Doch, von diesen drei Aufnahmen kann man alle nehmen. Da schaut jeder her. Ja. Da schaut kein einziger weg. Weil die Leute wussten, das ist für die Ewigkeit. Da schaut man zum Fotograf. Ja. Und heute steht die Gruppe da und sie setzt jedem seinen Kopf mit dem besten Gesicht auf, oder wie? Ja, heute habe ich die Zeit schon gar nicht. Ja. Da muss ich das in einer halben Stunde abhandeln, zwischen Tür und Angel. Ja. Das ist also, das hat praktisch aus der Situation geboren. Die wurde praktisch einmal in ihrem Leben in dieser Gruppe für dieses Jubiläum fotografiert und dieser Bedeutung war sich jeder gewiss. Ganz genau. Ja. Das ist toll, ja. Die erste Frage geht an Sie, Herr Spieler. Wir haben ja die Geschichte ein bisschen im Abriss abgehandelt und Sie haben auch die Lebensgeschichte hervorgehoben. Eins habe ich im Gespräch mit Anwesenden hier jetzt erfahren.
Es gibt nicht nur den berühmten Hermann Hesse in Ihrem Archiv, sondern es muss auch einen Bertolt Brecht gegeben haben. Das heißt, es hat ihn gegeben, aber was niemand vielleicht weiß, er soll angeblich in Pfullingen gezeugt worden sein. Frage, gibt es da ein Dokument? Frage, gibt es da ein Foto von irgendeinem Paparazzi, Herr Spiller? Das war natürlich eine ganz nette Promotion-Aktion für Pfullingen. Ich glaube 1997, Bert Brecht, made in Pfullingen. Also der Großvater mütterlicherseits, soweit ich weiß, der war hier Stationsvorsteher am Pfullinger Bahnhof. Und ja, das Ehepaar Brecht soll hier eben seine Hochzeit gefeiert haben und dann auch die Hochzeitsnacht hier im Bahnhof verbracht haben. Und insofern... ja, Bert Brecht, made in Pfullingen. Und wie ist mit dem Paparazzi-Foto? Also fotografisch ist da nichts erfasst. Ach was, von einem Stationsvorsteher hat es geht überhaupt nicht. Nee, also, nee. Gar nichts. Was ich für Sie gefunden habe, auch in der Pause drauf angesprochen, es gibt einen Ober- und einen Unterbürgermeister. Was ist denn das? Oder gab? Obre? Ach, genau. Ich habe gedacht, ein Chef und ein Unterchef. Nein. Jetzt. Die Stadt ist in Ober-, Mittler- und Unterstadt aufgeteilt worden, früher zur Konfirmation und so. Ja. Aber Bürgermeister war leider nur zweimal vertreten. Genau. Also das Hauptgeschäft eigentlich ist ja unten in der Marktstraße, das ist halt die Unterstadt. Und mein Onkel Bert Bürgermeister ist auch hier, hat in der, praktisch, ja, Zentrum eigentlich, ja, in der Kirchstraße hat er sein Geschäft. Und jetzt gibt es nur noch eins. Ja, genau. Okay. Ja. Jetzt wollen wir mal, wie wir angekündigt haben, versuchen, Geschichte für die Gegenwart oder gar für die Zukunft fruchtbar zu machen. Ich tue mir ein bisschen schwer. Natürlich, Pfullingen im Rückspiegel heißt, nicht zuletzt auch nach vorne schauen. Zunächst mal vielleicht Ihre persönliche Meinung wäre, bevor ich Sie dann bombardiere mit irgendwelchen Zitate. Glauben Sie, dass man aus der Geschichte was lernen kann oder glauben Sie, dass man da nichts draus lernt? Ja, teils, würde ich sagen. Also global gesehen habe ich da eher eine pessimistische Ansicht. Also man muss sich nur die Kriege der letzten Jahrzehnte ansehen, dass man da doch relativ wenig gelernt hat, aber das mag wahrscheinlich am Wesen des Menschen liegen und weniger an der Geschichte. Ich habe gefunden, und das passt auch für den Fotograf, ja, Menschen lernen bis auf Ausnahmen eben nicht durch Belehrung, sondern wenn überhaupt aus eigenen Erfahrungen. Wie ist es beim Fotograf? Erkennen Sie bei jemandem beispielsweise, ob das ein Talent ist oder kann das bis zu einem gewissen Grad jeder lernen? Gut, den Blick fürs Motiv oder so, ich denke, der ist einem sicher in die Wiege gelegt. Ich ja. Weiß nicht, ob das erlernbar ist. Kann ich also echt nicht sagen. Ja. Und wenn man es jetzt auf Geschichte runterbricht, Fotografie und Geschichte, wenn man ein kritischer Zeitgenosse ist, dann lernt man auch Bilder lügen. Bilder sind dazu da, auch vielleicht Geschichte und Politik zu machen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja das Phänomen, einerseits bevor der Mensch auf dem Mars oben ist, gibt es bereits eine Kamera, die da oben Bilder macht. Böse Zunge behauptet, es sei auf dem Mond genauso gewesen. Da war nie einer, sondern da hat der Herr Bürgermeister irgendwie getrickst mit dieser amerikanischen Fahne und mit dem Auto. Wie sehr sieht es? Bilder wahr oder Bilder ja auch teilinstrumentalisiert? Also mit der ersten Mondlandung, muss ich zugeben, da bin ich echt auch skeptisch. Ja? Weil die Amerikaner sind im Zugzwang gewesen gegenüber den Russen, ja? Muss man definitiv sagen. Und das Ganze ist, glaube ich, auch unterstützt worden von Walt Disney. Und ich meine... Ja, sie haben aber irgendwann einmal erzählt, die Bilder haben alle diese berühmte Vierecke da an der Seite sozusagen für den Ausschnitt. Und eins, es sind keine Vierecke, so nicht ja, ganz gelungen. Fadenkreuze eigentlich. Ja, Fadenkreuz, ja. Genau. Und ein Fadenkreuz ist hinter dem Rücken vom Herrn Armstrong. Das ist ja sehr komisch. Genau, anscheinend war das wirklich so. Ja, das habe ich irgendwo mal in einer Dokumentation gelesen oder gesehen, weiß ich nicht mehr. Ja, habe es aber nie wieder gehört, ob das jetzt wirklich so war. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja. Aber Bilder,
das auf jeden Fall instrumentalisiert schon und manipuliert auch. Also wenn jetzt, was weiß ich, jemand fordert, dass irgendein bedeutender Vorsitzender in Bayern zurücktreten soll, dann kann man das natürlich so oder so bebildern, ja? Wo er sich freut oder wo er furchtbar grimmig aus dem Fenster guckt oder sonst irgendwas. Wie sehr sieht es? Sind Sie sich dessen bewusst? Das ist definitiv so, ja. Also ich weiß ja auch gar nicht, wann ist das Bild genau entstanden. Das kann dann vielleicht Stunden davor entstanden sein, ja, oder vielleicht sogar Tage. Das hat es ja auch schon gegeben, dass es im Nachhinein rausgekommen ist, dass es gar nicht zu dem Zeitpunkt gemacht wurde. Ja. Ist man sich dessen bewusst oder sieht man sich immer mehr einfach als Dokumentator und macht einfach 10 Bilder von dem, was weiß ich, der Trainer am Anfang gibt da große Handausweisung, dass er jetzt die neue Regie übernommen hat, so war es bei dem Stuttgarter Trainer auch. Mhm. Und beim Jogi Löw, den sieht man nur noch mit dem Blick auf die Uhr. Mhm. Das sind ja so diese klassischen Bilder. Ist man sich dessen bewusst, macht man das absichtlich oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, da kommt man heute gar nicht mehr dran vorbei. Ja. Also das ist die Realität. Und heute darf man wirklich eigentlich keinem Bild mehr trauen. Das ist traurig, aber es ist so. Ja. Durch die Manipulationsmöglichkeiten, das kann man heute so perfekt machen, das sieht man nicht. Ja. Früher hat man zwar auch manipuliert, das gab es auch schon. Also da hat man retuschiert. Also selbst mein Urgroßvater hat auf den Glasplatten negative schon die Falten rausretuschiert oder so. Echt? Ja, ja, wirklich, ist so. Ja. Oder teilweise auch Köpfe eingesetzt. Aber wenn man genau schaut, dann sieht man das. Ja. Heute sieht man es nicht mehr? Sieht man nicht mehr. Das kann man so machen, dass man es nicht sieht. Da gibt es vielleicht Programme, die sehr teuer sind. Da kann man das noch erkennen, welche Pixel verschoben wurden. Ja, aber ist eigentlich, ja, man kann das wirklich echt so perfekt machen. Ja. Und es wird ja auch instrumentalisiert. Das sieht man ja auch von der Politik oder so. Ja. Da werden irgendwelche, die ganze Welt wird betrogen mit irgendwelchen LKWs, wo Chemie geladen haben oder sonst irgendwas. Ja. Sagt man der ganze Welt, oh, da muss man angreifen und so. Und somit kann man da irgendwie einmarschieren in das Land. Das ist beim Archivar nicht so. Weil das ist ja praktisch eher so wie ein Notar. Oder wenn sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wir sind ja ganz unter uns, gibt es auch in diesem Archiv irgendwelche, ja, Geschichten, Lebensgeschichten, die für Sie relativ skandalös rüberkommen? Skandalös jetzt nicht. Sicher wird man auch Skandalöses finden, aber das sind dann oft, wie viele interessante Lebensgeschichten, auch einfach Zufallsbekanntschaften im Archiv, würde ich mal so sagen. Also was sehr interessant ist, was wir aber leider hier nur als Kopie haben, wir haben zum Beispiel den Bericht eines Teilnehmers am napoleonischen Feldzug. Als Wundarzt hat er eben daran teilgenommen, Karl Philipp Muff. Und das hat ihn eben sein ganzes Leben lang so beherrscht, dass er eben 1848, 49 sich dazu entschlossen hat, das Ganze eben dann doch mal niederzuschreiben und eben sehr anschaulich auch schildert, wie man vor dem brennenden Moskau dann gestanden hat und die auf dem Rückzug dann die Beresina dann überquerte und wie schlecht man eben auch dann im eigenen Land dann auch teilweise behandelt wurde, schlecht untergebracht. Und also das ist einfach ganz, ganz anschaulich und einfach ein wichtiges Zeitdokument. Kann man sagen, Dokumente und Geschichte sind trotzdem nicht unbedingt objektiv? Es ist natürlich immer nur, wenn ich jetzt an die Kernüberlieferung denke, das, was ich hier aus der Verwaltung eben bekomme, was dort an Überlieferungen anfällt, das ist natürlich immer nur die administrative Sicht auf die Dinge. Ja? Also deshalb ist das Archiv natürlich auch bestrebt, diesen Blick dann durch ergänzende Überlieferungen dann zu erweitern. Seines Druckschriften, Fotos, Karten, aber auch eben Unterlagen privater Provenienz, Nachlässe von Vereinen oder von Firmen und das erweitert natürlich dann diesen Blick. Und jetzt natürlich ein bisschen auf die Zukunft gerichtet. Auch ihn habe ich vorher schon ein bisschen gefragt mit der Digitalkamera und so und mit Smartphone, wo die Leute unendlich fotografiert. Gibt es für Sie eine Vorgabe, dass sie irgendwann mal die ganzen Dokumente digitalisieren soll oder anderweitig archivieren?
Gut, das ist natürlich immer so die Vorstellung, dass man dann irgendwann alles digitalisiert haben wird und dann mit einem Knopfdruck à la Google das findet, was man dann sucht. Aber so ist es eben nicht. Also diesen Großteil der konventionellen Überlieferung, schriftlicher Überlieferung, den wir hier haben, den werden wir natürlich nicht digitalisieren. Man kann überlegen, wenn man jetzt viel genutzte Unterlagen hat, ob man die nicht aus Schutzgründen vielleicht digitalisiert. Eine andere Sache ist natürlich, dass viele Unterlagen eben auch nur noch elektronisch entstehen. Fachanwendungen, sei es im Bereich des Einwohnermeldewesens oder im Bereich der Gewerberegister. Und da hatten wir dieses Jahr dann eben auch zum ersten Mal also eine größere Übernahme dann elektronischer Unterlagen, sage ich mal, im Bereich der Gewerberegister. Das brauche ich aber zum Glück nicht hier alleine zu leisten, sondern da spricht man auch von einer Archivierung im Verbund. Das läuft also über das Kreisarchiv, also da ist dann auch noch das Stadtarchiv Metzingen und Münsingen sind da angeschlossen, sodass nicht eben jede Kommune dann eben die Hardware da selber vorhalten muss. Also das läuft über die kommunalen Rechenzentren mit einer Software, die eben vom Landesarchiv auch entwickelt wurde und ist da sicherlich auch für die Kommunen dann die gängigste und kostengünstigste Möglichkeit, solche Unterlagen auch dauerhaft zu erhalten. Aber was es ja wohl nicht geben wird, ist sowas wie eine DIN-Norm, weil diese Technik, die überholt sich ja rasant, wie es gar nicht rasanter geht. Wer garantiert, dass dann in 20 Jahren jemand noch, was weiß ich, die Software hat, um das Digitalisierte überhaupt noch zu lesen, oder ist es kein Problem? Gut, das ist da schon mitgedacht, also dass es sich da eben um Datenformate handelt, die eben, wenn sich da mal grundlegend was ändern wird, dann wird das eben in dieses neue Datenformat dann eben auch migriert. Bitte, Herr Bürgermeister. Aber muss ich dazu sagen, wichtige Dokumente werden heute immer noch analog auf Film archiviert. Ja, also sei es alte Bücher oder die dem Fall drohen eigentlich, die werden auf Film fotografiert, Rollfilm, und dann natürlich ausgewässert und werden im Baubereichstollen im Schwarzwald eingelagert. Und da haben die eine Garantie von 200 Jahren. Das müsst ihr noch lesen. Ja. Genau. Echt? Ja, weil wir hatten Film, ich kann es immer noch ausbelichten auf Farbe oder auf Papier, ja, oder ich kann es immer noch abscannen, also immer noch digitalisieren. Ich habe zweierlei Möglichkeiten. Ja. Sodass also von daher die Sorge nicht besteht, dass im Zuge der Digitalisierung immer die Archive nach 5 Jahren praktisch technisch überholt sind. Gut, also da muss man sagen, also das sind dann so Zivilschutzprogramme des Bundes natürlich auch gewesen, also die wirklich die wichtigsten Dokumente des kulturellen Kanons da versuchen, eben für die Ewigkeit zu sichern. Seien es die Baupläne vom Kölner Dom und ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt ein Gemeinderatsprotokoll aus Pullingen dann im Barbarastollen wiederfinden wird. So wichtig das Gemeinderatsprotokoll natürlich auch für die kommunale Geschichte ist, klar. Aber das sind wirklich Kulturgüter von nationalem Rang einfach, die da eben archiviert werden. Muss man sich das vorstellen, dass da jedes Blatt erhalten bleibt? Oder gibt es irgendwann Archivare, die, was weiß ich, 20 Jahre mal zusammenfassen, oder darf er das nicht? Nee, also das, die Dokumente, die ich hier habe, die werden schon in ihrem materiellen Bestand, sollen die auch so erhalten bleiben. Was natürlich in Pullingen eben nicht kleines Problem ist, also ich weiß nicht, die meisten haben wahrscheinlich in der Pause auch hinten diesen Gemeinderatsprotokollband gesehen, an dem erkennt man mal schön die Problematik hier in Pullingen auch durch diesen Rathausbrand, den es eben im Mai 1945 gegeben hat, als hier Munition im Rathaus 1 detonierte. Und da war das Archiv im Rathaus? Genau, also die Überlieferung der Stadt zum Großteil eben noch in den Räumlichkeiten im Rathaus 1. Es ist ja jetzt auch etwas kleiner dann durch die Explosion, also da wäre auch kein Platz wahrscheinlich mehr dafür. Aber es ist offensichtlich viel vernichtet worden. Wenn man das sieht, auch gerade bei den Amtsbüchern, ist es eigentlich noch erstaunlich viel erhalten. Ja, also auch wenn man, die Bände sind zwar außen sehr stark geschädigt, aber wenn sie dann restauriert sind, wie im Fall dieses Gemeinderatsprotokollbandes, also dann kann man das doch wieder als Buch tatsächlich nutzen und blättern, und es ist doch noch viel Substanz einfach erhalten. Aber es sind eben auch Unterlagen unwiderruflich damals verloren gegangen. Ja. Und unser übergeordnetes Thema ist Geschichte und Vergangenheit, Gegenwart.
Inwieweit kann man es nutzbar machen oder was daraus lernen für die Gestaltung der Zukunft? Wenn Sie es mal von sich aus zunächst beantwortet, ich nehme nachher ein paar Themen. Was denken Sie, was ist besonders wertvoll von dem, was im Archiv ist, vielleicht auch für heute oder für morgen oder für 10 Jahre? Also das kann man so pauschal sicherlich nicht sagen. Also das hängt natürlich immer davon ab, mit wer, mit welcher Fragestellung nach gewissen Aspekten der Vergangenheit recherchiert. Und da mögen für jeden andere Dinge natürlich wichtig sein. Aber wo ist eigentlich, dass man zurzeit sehr viel macht mit seiner Ahnen? Seine Ahnen aufzustöbern. Da gibt es ja Angebote aller, was weiß ich, alle möglichen Programme. Kommt es bei Ihnen auch häufiger vor oder wie sehen Sie das? Also Familienforschung ist schon ein großer Bereich und da bekomme ich auch einfach sehr viele Anfragen. Ja, ich habe den Eindruck, diese Familienforscher, die sind eben auch sehr gut vernetzt. Und viele Informationen, die stehen einfach auch schon online über diverse Portale dann zur Verfügung und ja, so kommt man dann eben irgendwann dann auch auf das zuständige Kommunalarchiv und hakt dann dort dann auch nochmal nach. Ja. Nehmen wir aktuelle Themen, da gibt es ja ganz viele. Eins ist zum Beispiel Zuwanderung. Wir haben vorher die Industrialisierung angesprochen. Die sehr einheitliche Bauernbevölkerung, alle mit dem gleichen Beruf, haben durch diese Industrialisierung plötzlich eine recht massive Zuwanderung erfahren. Wie wurde die gehandelt? Kann man da was sagen? Was waren da Probleme? Wie klappte die Integration? Gut, ich glaube, da hat man sich damals vielleicht weniger offizielle Gedanken drüber gemacht als heute, aber man hat sich sicherlich schon gegenüber den Neuen dann auch abgegrenzt. Die Neuen haben versucht, hier in der Kommune Fuß zu fassen. Aus dem Bereich resultieren dann vielleicht dann auch verschiedene Vereinsgründungen. Und auf der anderen Seite haben in Vereinen dann natürlich auch dann viele wieder zusammengefunden und die haben dann eben auch integrierend gewirkt. Kann das sein, Herr Bürgermeister, gibt es da Bilder, wo die vielleicht in einem Stadtteil für sich gewohnt haben oder waren die sehr schnell gemischt untergebracht? Gut, ja, teilweise, also bei den Donauschwaben, da gab es also wirklich Straßenzüge, wo wirklich von den Donauschwaben bewohnt wurde. Hier in Pfullingen? Ja. Mhm. Ich glaube, Schillerstraße. Ja. Genau. Ja. Schillerstraße, ja? Jahnstraße und da das Gebiet oben. Ja. Aber es gibt nicht irgendwelche Dokumente, dass es ein besonderes Projekt gab oder dass es besondere Probleme machte. Also für diese Frühzeit sicherlich nicht, also jetzt im 19. Jahrhundert. Und dann darf man ja auch nie vergessen, es gab natürlich immer schon Migrationsbewegungen. Also auch die Pfullinger sind natürlich aus Pfullingen in Notzeiten wie Anfang des 19. Jahrhunderts weggezogen. Ja. Und da gibt es eben auch hier ganz schöne Dokumente an Auswandererbriefen, Und wo man eben diese persönlichen Schicksale dann auch nachvollziehen kann. Dass praktisch nur einer, was weiß ich, den Hof erben konnte und die anderen mussten sich nach was anderem gucken oder so? Ja genau, also das war natürlich ja auch klassisches Realteilungsgebiet. Die Parzellen wurden dadurch immer kleiner, die Versorgungslage bei kinderreichen Familien natürlich immer problematischer. Und das hat natürlich die Auswanderung sicherlich auch ein Stück weit dann forciert, ja. Herr Bürgermeister, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, ich habe mich kundig gemacht, kommunale Schlüsselthemen für die Zukunft in Pfullingen. Jetzt lese ich mal vor, was ich gefunden habe, aber nicht lachen. Ja. Raumstruktur, Siedlungsentwicklung, Wohnen, Wirtschaft, Handwerk, Landwirtschaft und Einzelhandel, Soziales, Infrastruktur, Gesundheit und Kultur, Mobilität, Naherholung und Tourismus, städtebauliche Gestaltung und Identität. Greifen Sie sich eins raus, was denken Sie, was wird ein größeres Problem sein, das Sie fotografisch begleitet? Das ist jetzt sehr schwer, genau. Man kann sich alles denken, es fehlt eigentlich nichts. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Ja, also, gut, alles ist wichtig, natürlich. Ja. Ich denke, wichtig ist Natur, dass sich der Mensch einfach erholen kann und das mache ich ja auch. Also ich gehe raus in die Natur und fotografiere viel. Ja.
dass man einfach abschalten könnte vom heutigen Stress. Und Natur ist echt wichtig, dass man die erhält. Aber da ist ja das Biosphärengebiet Pfullingen, die Schwäbische Alb, eigentlich auf einem sehr guten Weg. Ja? Also nicht nur vom Tourismus her, sondern auch vom Bewusstsein her. Erleben Sie das auch so? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es wird immer mehr Publik natürlich. Zieht natürlich auch immer mehr Tourismus an, was ja sicherlich auch gut ist. Ja. Bleibt ja auch Geld liegen natürlich in der Stadt. Ja. Das ist natürlich schon ein positiver Aspekt, auf jeden Fall. Was würde der Herr Spieler herausgreifen? Ich kann gerne das nochmal runterlesen, aber es fehlt eigentlich nichts. Ja gut, ich denke mal, das Problem bezahlbarer Wohnraum ist sicherlich auch genannt worden. Also das würde ich als eines der wichtigsten Themen sicherlich aus eigener Erfahrung dann auch betrachten. Kann man sagen, dass es in Pfullingen wirklich auch ein Thema ist? Ja, absolut, klar. Also man muss sich nur samstags die Wohnungsgesuche anschauen und das Angebot, dann kommt man um dieses Thema nicht herum. Was kann man aus der Vergangenheit dafür lernen? Die Leute waren hier auf jeden Fall deutlich bescheidener. Es gibt ja schöne Statistiken, dass es immer mehr Singles gibt und dass trotzdem der Wohnraumbedarf immer größer wird, weil die Leute eine immer größere Wohnung wollen. Können Sie das aus dem Archiv auch nachvollziehen irgendwo? Aus dem Archiv? Also man war natürlich deutlich rigoroser, wenn es darum ging, Wohnraum für alle dann in den entsprechenden Situationen dann zur Verfügung zu stellen. Also sowohl nach dem Ersten Weltkrieg als auch nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es hier Wohnraumbewirtschaftung. Also da musste man damit rechnen, wenn man also eine große Wohnung dann über leerstehen hatte oder von mir aus auch zwei Zimmer noch zur Verfügung hatte, dass einem da jemand einquartiert wurde. Ja? Und das sollte man heute mal versuchen durchzusetzen. Gibt es da existierende Verträge oder Gemeinderatsbeschlüsse oder wie war die rechtliche Grundlage? Also man hatte da eine Wohnungsabteilung oder man hat diese Zwangsbewirtschaftung beschlossen, die hat dann über einen gewissen Zeitraum bestanden und in dieser Zeit, da gab es eine Kommission, die hat sich das dann angeguckt, die Situation, und dann, es sorgte natürlich auch damals schon permanent für Reibereien, also das... Also gerade die entsprechenden Protokolle der Wohnungsabteilung, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man sich das durchliest, also das war eigentlich nur eine permanente Auseinandersetzung. Und wie sehen Sie jetzt, Herr Bürgermeister, Sie und natürlich vielleicht auch Herr Spieler, wie sehen Sie Ihre zukünftige Aufgabe als Fotograf, der ja Dokumentationsaufgabe hier immer auch wahrgenommen hat, in Bezug auf Pfullingen? Da kann man ja auch viel Politik machen. Was weiß ich, sehr schöne Sonnenuntergänge am Alp drauf oder aber, was weiß ich, irgendwelche Betonklötze, die in unmittelbarer Nähe von der Stadtbücherei stehen. Ja gut, die Sonnenuntergänge mache ich fast jeden Tag. Das ist ja auch kein Kunst, das ist ja jeden Tag so. Ja, wir wohnen am Altsberg, da hat man sowieso jeden Tag einen Sonnenuntergang. Ja. Gut, und die Naturaufnahmen mache ich auf jeden Fall, ist ja klar. Also gerade Vögel, Schmetterlinge, alles, was kreucht und fleucht. Und natürlich die Stadtentwicklung wird natürlich auch weiterhin dokumentiert, ist ja klar. Ja. Wird es der Fotograf noch geben 2050 oder macht dann jeder mit seinem Handy die perfekte Aufnahme selber? Man braucht keine, oder das heißt, da hat man sicher kein Handy mehr, da hält man seine Uhr irgendwie oder sonst was hin. Aber wie denken Sie sich, es ist sehr schwer, wir leben in Zeiten rasantesten Wandels. Die Kurzlebigkeit und die Schnelligkeit ist ein wesentliches Kriterium. Wie sieht es für die Fotografie aus, was denken Sie? Ja, also das wird sehr schwierig, also auf diese Sicht hinaus 2050. Also, weil gerade die Datenmenge und so, das wird ja immer schnelllebiger eigentlich. Ja. Man kann immer mehr mit Handys machen, ja. Wobei die Qualität natürlich heute noch nicht so, das ist, wenn ich jetzt von meiner Spiegelreflexkamera ausgehe, aber es wird immer besser und der Fotograf wird es da immer schwieriger haben. Auch natürlich mit Versandhandel und so weiter und so fort. Das kommt ja auch noch mit dazu. Hat Bürgermeister in vierter Generation die Nachfolge schon geregelt? Nee, muss halt leider noch nicht. Sie wissen, dass ganz viele Möbelhäuser und ganz viele Familienunternehmen
deswegen nicht nur wegen, was weiß ich, Digitalisierung, Globalisierung oder wegen große Konzerne aufgeben, sondern weil einfach keine interne Nachfolge mehr nicht da ist oder die Nachfolger sagen, nee, ich verkauf's lieber oder so. Ja, das ist richtig. Also Möbel wird man immer brauchen. Jetzt beim Fotograf wird es schon schwieriger. Also echt, muss man echt sagen. Ja. Wie sieht es beim Archivar aus? Was denken Sie, was sind die Aufgaben des Archivars in Zukunft? Also wenn die Ordnung mal wieder hergestellt ist, die Digitalisierung gesichert ist, wird es dann zentraler sein? Kann man das befürchten? Bei den Notaren ist es ja so. Es gibt immer weniger und dafür immer größere Gebiete. Gut, diese elektronische Überlieferung, die wird natürlich einen immer größeren Teil auch der Arbeit sicherlich dann oder der Überlieferung dann ausmachen. Aber es ist ja keineswegs so, dass so ein Archiv schon, dass das jetzt hier alles fertig wäre. Ja, wir haben ja einen großen Teil konventioneller Überlieferung, die auch noch nicht so erschlossen, nutzbar gemacht ist, wie es wünschenswert wäre. Es kommt ja eben auch immer wieder, es kommen Unterlagen dazu. Das ist ja auch die wichtigste Arbeit des Archivars, die wird auch künftig so sein, zu entscheiden, was ist dauernd erhaltenswert, um eben auch künftigen Generationen dann ein möglichst breites, vielfältiges Bild über ihre Vergangenheit dann vermitteln zu können. Bringen wir es zum Schluss auf den Punkt, Herr Bürgermeister. Pfullingen im Rückspiegel, das ist das Thema des Fulden-Talks heute, in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Gut, wenn man natürlich unser Archiv sieht mit den vielen Bildern, dann ist das ein Rückspiegel. Ja. Da kann man kommen und die Bilder anschauen, da sieht man, was sich verändert hat. Ja. Und auch mein Buch Zeitsprünge sieht man ja, also heute und früher im Vergleich, ja, ist ja eigentlich wie ein Rückspiegel. Und aus der Sicht des Archivars, Pfullingen im Rückspiegel nach 10 Jahren? Ja, da möchte ich vielleicht auch dann bei dem Bild des Autofahrens dann bleiben. Also durch den Blick zurück in die Vergangenheit vielleicht sicherer und vorausschauender in der Gegenwart und in die Zukunft unterwegs. Ja, ich bedanke mich natürlich sehr bei Ihnen beide. Ich denke, Geschichte so personifiziert und auch in Lebensgeschichten ausgemacht, ist natürlich auch für jeden viel lebendiger, als wenn man nur die Dokumente sieht. Bei Bildern ist vielleicht ein bisschen anders. Liebe Zuschauer, am Schluss kriegen wir nochmal den Genuss von Emily List, Melina Wegener und Stephanie Bellmann von der Musikschule Pfullingen. Und zwar heißt das Stück The Sycamore von Scott Joplin. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Thank you.
Der Talk auf dem Fulben präsentiert von Nürther Garten und Landschaftsbau und Mollenkopf Land, Forst und Gartentechnik in Pfullingen. Der Talk auf dem Fulben mit IQ Pfullingen, der Stadtbücherei Pfullingen und RTF1.